Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich habe jetzt auf die falsche Taste gedrückt, um irgendwie zu laufen. Auf Q, irgendwie ein bisschen zu weit nach links gerückt mit der Hand. Aber ja, wir wollen jetzt die nächsten Tore schließen und haben aber jedoch ein kleines Problem. Wir können hier jetzt keine Hämmer kaufen und wir haben jetzt nur 5 Stück. Und hier sind 1, 2, 3 Tore gleich direkt. Gleich sind eigentlich sogar 4. Weswegen ich jetzt am Überlegen bin, vielleicht direkt nach Anvil zu gehen, mir da Hämmer zu kaufen. Und dann auf dem Rückweg die anderen Tore da schließen. Aber es war jetzt mal eine Abwechslung, dass ein Quatsch kein neues Tor ist. Ich finde es so schade, dass Quatsch nicht wieder aufgebaut wurde. Dum, 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 dum. Und ich hätte wirklich gerne einen Daedrift, einen Einhänder. Oder einen Dai-Katana. Ich habe jetzt irgendwie vergessen, ob es hier Katanas überhaupt gibt, ob die existieren. So. Glasbein schien 1000 wert, das auch 1000 wert, 500. So, da haben wir ja gleich schon ein Tor unten. Waren die schon immer hier? Die beiden aufgespießten Köpfe? Ich kann mich nicht erinnern, dass die schon immer hier waren. Es ist. Ja, ich bin der Held von Quatsch. Ich sag mal so, ich werde es in Skyrim vermissen, springend durch die Weltgeschichte rumzulaufen. Wenn wir das anfangen. Ich hab dir gern geholfen. Kam der von da? Du bist vom Rattenkurier, oder? Ja. Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rattenkuriers ausliefern. Hier, nehmt ein Exemplar. Es ist umsonst. Ermordung? Nee, hier sind wir falsch. Hier. Wer wurde ermordet? Extra bei Kaiser. Achso. Das kennen wir schon. Da hinten ist das Tor, das neue. Ich sehe schon auf der Minimap. Das ist die Bedrohung für Anvil.
Die machen das immer auf diesen Schreinen. Von den neuen Göttlichen. War das in Bruma genauso? Oder in Koroll? Oh, Mike! Ich hoffe, der rennt noch nicht los. Hast du was Neues? Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Neue Gerüchte. Ich will nicht auf dem Rücken eines Pferdes kämpfen. So ruiniert man nur ein gutes Pferd. Das heißt, ein gutes Abendessen. Okay, noch was? Ich will nicht auf dem Rücken eines... Okay. Mike entbietet seine Grüße. Ah, ich mag ihn. Wo müssen wir genau hin? Die Richtung, okay. So. So richtig, oder? Ja. Wir waren bisher noch gar nicht im Schloss, kann das sein? Hallo. Waren wir schon mal hier? Wenn ja, dann muss das sehr lange her gewesen sein. Hören wir uns das einmal an. Milona Umbranox. Ich bin Milona Umbranox, Gräfin von Anvil. Ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich hoffe auch, ihr werdet uns keinen Grund geben, unsere Gastfreundschaft Fremden gegenüber zu bereuen. Erstmal, was über Anvil möchte ich wissen. Ein Angriff auf dieses verdammte Tor wäre der reine Selbstmord. Wir verteidigen lieber die Stadtmauer und hoffen auf das Beste. Okay, was wisst ihr über Okato? Kanzler Okato hat sich heldenhaft verhalten. Niemand anderer wäre in der Lage gewesen, das Kaiserreich während der Krise zusammenzuhalten. Andere Gerüchte? In Transniben gibt es Probleme mit Schmugglern und kaschitischen Banditen, aber Marius Caro ergreift bereits Maßnahmen dagegen. Okay, ich bräuchte Hilfe für Bruma. Ich würde gerne Hilfe nach Bruma schicken, aber mit einem offenen Oblivion-Tor vor der Stadt kann ich es nicht riskieren, die Verteidigung von Anvil zu schwächen. Keine Sorge, ich werde sie alle schließen. Ich grüße euch. Und grüße zurück. So, erst einmal aber brauchen wir Hämmer. Und ich gucke mal. Nee, wieder falsch. Hier. Erstmal alles wieder reparieren. Ernsthaft? Da ging jetzt alles kaputt? So, wo waren die Händler nochmal da? Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Ich habe nur einmal irgendwie einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht mehr, welchen Fehler. Ihr seid ein harter Falscher. So. Das ist. Ich würde wirklich gerne wissen, was ich für einen Fehler gemacht habe. Kommt wieder und kauft bei mir ein.
So. Auf Wiedersehen. Nicht ka- Einer ist schon kaputt gegangen. Habt Mitleid. Okay, auf zum Oblivion-Tor. Okay, der ist aber nicht so nah wie die anderen Tore. Die anderen waren tatsächlich näher. Hey. So, hier müsste jetzt gleich noch einer kommen. Oder auch nicht. Ah, okay, wieder so einen. Autsch. Hör auf, dich zu befummeln. Dann muss ich wieder... wieder alles reparieren. So, wo ist der Tor? Müsste gleich hier hinter sein. So, mitnehmen. Mitnehmen. Warum bewahren die Knochen auf und sowas? Nein! So, da bin ich wieder. Das Spiel ist abgestürzt. Schön. Ich hoffe, hier ist immer noch alles gleich. Und zum Glück war es hier gespeichert, dass ich nicht... wirklich viel neu machen musste oder sowas. Eigentlich gar nichts. Nur hier nochmal neu kämpfen. Und wo kommst du jetzt? So. Ey. Einmal kurz heilen. Da kommt gleich eine mit einer Spinne, oder? Ah, ich glaube, da wurden einfach... es werden da nicht einfach so Knochen gelagert. Da wurden einfach irgendwelche... Körper gelagert von irgendwelchen Menschen. Nein, nicht in das Loch. Ich will nicht in das Loch fallen. Er darf das ruhig, aber nicht ich. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Ich glaube, hier lang war das, oder? Ich glaube schon.
Starker Trank der Bannung. Immer dieses Paralysieren. Von wem bist du? Hier ist irgendwo noch eine Spinne. Da. Geschicklichkeit hat Schaden erlitten. Bevor wir weitergehen, einmal kurz heilen und eventuell reparieren. Ja. Die gehen einfach viel zu schnell kaputt, die Hammer. Ne, von hier kamen wir. Wir müssen dahin. Oder? Nee. Ab hier müssen wir nach oben. Um das Tor zu schließen. Den haben wir. Komm her, kleine Spinne. Wird mich gleich wieder paralysieren. Seh schon. Wieso machen wir so wenig Schaden? Ich verstehe es nicht. Einmal kurz abwarten. Das andere jetzt. Kniet nieder, Flegel. So, gib mir deinen Helm. Packesel. Feder auf 150 Punkte für 300 Sekunden selbst. Hier reicht wieder nicht aus. Da haben wir schon das Tor. Kein Gold. Die beiden nehmen wir mit.
So, fällt da noch was runter? Nö. So, Vergeltung, Aggression. Immer dieses Paralysieren, ey. Magie. Ach nö, jetzt habe ich das Falsche ge... Egal. So, und der Drachherz. Gold. Ich finde es krass, dass wir eigentlich mittlerweile mehr als genug Gold haben. Ork-Handschuhe? Ja, die brauche ich nicht. Das soll bitte Dädrisch sein. Aber ich glaube, da wurde ein Ork reingestopft. Hier ist er irgendwo. Nur wo? Ich sehe hier einen. Aber wo ist der andere? Wo ist dein Kumpel? Wo rennst du hin? Ich sehe ihn nicht. Da! Lass die mal wegrennen. So. Lebensenergie wiederherstellen. Rein theoretisch, was sollte ich mit so viel Dings, mit so vielen D3-Herzen machen? Oh. Und ich frage mich, wer droppt hier die restlichen Daedra-Ausrüstungsteile? Ödnis von Oblivion? Da müssen wir hin. Da hat einer dieses paralysierende Schwert. Ich hoffe, der mit dem Paralysieren ist schon mal weg gewesen, wollte ich sagen. So, du bist der Nächste. Der erste ist hinüber.
Schrank der Hexerei. Wofür das denn? Blutiger Kirchturm. Wir haben eine Kirche hier? Hier kommt irgendwo noch einer. Nur wo? Der. Warte, kann es sein, dass die... Kann es sein, dass die selber keine Armschienen tragen? Welches? Die Hämmer verbrauchen sich wie sonst wird. Sigillum Sanguinus oder wie auch immer. Sind wir zumindest jetzt endlich da. Okay, Shibilei müssten hier sein. Ja, zwei Stück. Einen schiebe ich gleich schon mal los. Beinschienen, Brust, Hane, Stiefel. Aber warum haben die nur sowas? Warte mal. Nutzt den hier mal. Der zählt als Stumpfwaffe. Können wir das auch mal skillen? So, ich hoffe, oben ist jetzt keiner. Aber einen Brunnen haben die jetzt auch nicht. Stallhaut. Dädra-Seide. Was soll ich jetzt eigentlich mit den ganzen Siegelsteinen machen, die ich jetzt habe? Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Anvil geschlossen. Ich sollte mir der Gräfin über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Anvil jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Okay, irgendwer ist hier noch, der Stress will. Da, die Spinne. Waffenfertigkeit verbessert. Okay, das war jetzt aber eine Geburt. So, mal
Magie reicht wieder mal nicht aus, natürlich. Pferdeflüsterer Stelle. Hatten wir hier ein Haus? Haus von Mayhem dem Rundlichen. Haus Benirus. Wir hatten hier kein Haus, ne? Wie ist das Wertebefinden? Ja gut. Dann gehen wir mal zu der guten Gräfin. Und sagen ihr mal Bescheid, dass Willkommen. Die hier nicht mehr bedroht werden. Ja gut, 11 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. So, da ist die Dame. Sie, früher habe ich euch bewundert. Aber wie sich herausstellt, seid ihr nur ein Sünder, wie wir alle. Gerüchte? Ich gebe zu, dass ich die allgemeine Begeisterung für die Arena teile. Es ist barbarisch, aber der Kampf auf Leben und Tod macht das Drama einfach unwiderstehlich. Ich hörte, dass ihr das Oblivion-Tor vor Anvil geschlossen habt. Ich danke euch für euren Mut und für eure Dienste an meiner Stadt. Da Anvil momentan sicher ist, werde ich einige meiner besten Soldaten als Verstärkung für die Garnison von Brumar entsenden. Nochmal? Doch keine Sorge. Die Soldaten von Anvil arbeiten jeder für zwei. Brumar wird nicht fallen. Okay. Wiedersehen. So, dann gehen wir jetzt nochmal ein paar Hämmer kaufen. Und das nächste Tor schließen. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Kriege. Wie geht's? So, muss ich eigentlich nochmal irgendwas... Gute Nachrichten, Bürger. Gute Nachrichten, Wächter. So, muss hier irgendwie was repariert werden? Ja. So, und der müsste jetzt offen haben. Durch das Oblivion-Tor zu gehen, war sehr mutig. Ihr habt meine Bewunderung. Dankeschön. So, kann lass uns ich handeln. Euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, die Hämmer. Ich kaufe wieder 20 Stück. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Kein Thema. Seht euch vor. Was ist denn das für ein Bogen? Ach, Stahlbogen. Dann haben wir jetzt 25 Hämmer. Geht eigentlich vom Springen hier die Stiefel kaputt? Oder vom Laufen? So, warte mal. Jetzt erstmal hier gucken. Das Tor haben wir geschlossen. Jetzt das hier. Das da. Und das da. Die drei müssen jetzt geschlossen werden. Aber bis jetzt haben wir
gut, einige schon geschlossen. Von Bruma bis Anvil müssten jetzt dann eigentlich, abgesehen von den dreien da, die wir jetzt machen, alle zu sein. Wie ist das Wertebefinden? Soweit noch ganz gut. Betonung liegt auf noch. Ich speichere mal, nicht, dass das Spiel wieder abstirbt. So, da wollen wir jetzt hin. Ach, natürlich. Hey. Drei von denen. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Hierzu. Damit machen wir wenigstens Schaden. Natürlich muss jetzt auch noch ein Wolf kommen. So, der erste ist hinüber. Alter. Mit der stumpfen Waffe greife ich nicht nochmal an. Und da sind nochmal... Mache ich die schon mal weg? Das war jetzt aber sehr... Ich verliere richtig viel Leben gerade, was... Woran liegt das, dass ich... Ist wegen dem Stufenaufstieg die deutlich stärker geworden oder wie sieht das aus? Oder werden die einfach nur schwerer, umso mehr Tore ich hier zumache? So, die auch nochmal. Da. Ich glaube, da müssen wir rein. Ich glaube, so war das. Ich vermisse mein Schild.
So, jetzt ist die Frage, können wir von hier die Dings da aufmachen? Ja. Jetzt einmal gucken. Gehen die Tore auf oder welche? Welche? Was? Was ist jetzt aufgegangen? Nicht die. Hier drunter der? Für den Fall, dass ich runterfallen sollte und sterben. Ist der aufgegangen? Der hier ist aufgegangen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Okay. So, das ist der Turm, womit wir in den da reinkommen, in den anderen da. Tschüss. Ich hatte geglaubt, die geht hier drunter und wird zerquetscht. Irgendwie hatte ich es gehofft. So, einmal nach ganz oben. So, ein bisschen Mana sparen. Ja. Und sparen wir uns mal den halben Weg nach ganz oben. Weil wir sind ja schon jetzt relativ weit oben. Von Oblivion. Hier, da wollen wir rein. Vielleicht einmal noch mal kurz alles reparieren. Ja, müssten wir. Okay. Nichts, was gebraucht wird. Aber hier? Halle der Naturkatastrophen? Gehen wir mal links rum.
So. Nein! Ausgerechnet jetzt paralysiert. Was ist Venin eigentlich? So, hier gibt's den. Ah, okay, es sind nur ein paar Teile, die da irgendwie zusammenhängen. Und der Rest fliegt runter. So, Endgebiet. Düster und tief. Hört sich ein bisschen falsch an. So, da ist der nächste. So, komm. Leg dich einfach schlafen, ja? So, da gibt's nur die Mana-Dinger. Und hier gibt's einen Schatz. Trank der Macht. Wir können Stärke wiederherstellen. So. Welches Tor ist als nächstes dran? Das hier. Diesmal haben wir nicht so viele Hämmer verbraucht. Ah, ich sehe den schon. Warte mal. Achso, Quatsch. Ich wollte schon sagen, welche Burg ist denn das jetzt? So, irgendjemand hier draußen? Nö. Doch! Irgendwer ist hier. Hey. Immer dieses Paralysieren. Hier ist irgendwo noch einer. Ah, okay. Der Shibilai. Okay, ich darf gleich nochmal reparieren. Ich mache kaum Schaden. So. Da. Ja. Sind aber noch bei 20. 21 sogar. Dann muss sagen, der Dedra-Prinz der Zerstörung. So. Ich glaube, ich muss da lang.
Der betätigt die Dinger gar nicht mal. Das ist der Turm, wo wir rein müssen. Ah, ne, das ist der, wo wir wieder einmal komplett außen rum dürfen. Was ist mit ihm? Warum brennt er? Da unten noch jemand nur. Hier liegt nur ein Zombie. Kopfloser Zombie. 55 Gold. Hat der sonst noch irgendwas? Notfotos Fleisch. So. Und Akrobatik hat sie wieder verbessert. Nice. Achso, reparieren. Den nächsten Schiebelei. Hört sich aber echt irgendwie süß an, eher. Ein Schiebelei. Dafür, dass die Mods gefährlich sind. Ebenerz-Axt. Auch wenn da eben Holz steht, aber ich nenne es Ebenerz. Ah, die haben Malus auf meine Mana gemacht. Ich kann diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ich weiß nicht mal, wofür das ist. Mach mal so. Jetzt chill mal! Was eine Nervensäge. Mit nur ein und derselben Attacke. Gibt's da noch so einen? Zwei Spinnen. So, jetzt schnell weg von hier. Nochmal reparieren. Okay, jetzt haben wir 1000 Mal repariert und nicht ein Hammer ging kaputt. Und zum Teil gehen 1000 Stück auf einmal kaputt. Ah, wieder der.
So. Kriegen wir das hin, bis es voll ist? Ach, wir kommen hier eh nicht nochmal hin. Alles voll. Und davor noch ein Dead drauf. Ja, komm! Hört auf alle Bilder. Gehen die mir auf den Sack mit ihren schweren Angriffen. So. Ich würde aber sagen, hier machen wir in der nächsten Folge mal weiter und knacken diesen Turm. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.